Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist Donnerstag in der ja kürzeren Handelswoche verrennt auch hier. Die Zeit wie wild. Wir sprechen heute über das Währungspaar Britisches Pfund US-Dollar auch als Cable bekannt. Aktuell schaut das wieder etwas bullisch aus. Das müssen wir ganz genau betrachten. Zuvor wie immer die Bitte, die die hier regelmäßig zuschauen, können das schon jetzt auf das Like-Knöpfchen klicken, damit die Welt mitbekommt, was wir hier tun. Danke äh, dafür. Und dann folgt hier natürlich direkt auch noch der Risikohinweis. Da bleibt auch alles wie immer. Bitte das, was hier hinter mir in Gänze geschrieben steht, nein, geschrieben steht, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Hier an dieser Stelle wie immer die CFDs, das sind komplexe Hebelinstrumente. Da kann viel Geld verloren werden. Das heißt, man sollte wissen, was man tut. Das dazu. Und damit kommen wir direkt auch zu den Nachrichten. Da haben wir ähm, gute Nachrichten aus der deutschen Industrie. Im Februar hat man den Auftragseingang in der Industrie äh, bei einem Plus von 1,2 Prozent. Hat die Prognosen getroffen, ist ein Zuwachs zum Vormonat. Das zeigt so ein bisschen die Erholungstendenzen und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich die wachsende Weltwirtschaft wieder positiv auf die deutsche Wirtschaft entsprechend. Auswirken äh, tut also in diesem Sinne ein sehr, sehr positives Ergebnis. 9:30 Uhr äh, bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das Bauwesen hier in Deutschland. Bauen boomt ja auch weiterhin. Wir haben die neuesten Zahlen auch von den Banken bekommen. Wir haben derzeit wieder einen regelrechten Boom nach Baudarlehen. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass der Baumarkt sehr, sehr, sehr solide ist. Die Firmenbücher oder die Auftragsbücher sind voll. Es wird in jede Ecke gebaut und das ist natürlich etwas, das stabilisiert ebenfalls die deutsche Wirtschaft. Denn da hängen ja zum einen viele Arbeitsplätze dran an diesem Thema, zum anderen natürlich auch eine Menge Branchen, die sozusagen an so einem Immobilienbau auch beteiligt sind. Und das gibt dann wieder die vielen, vielen Folgeaufträge. Und das ist das, was die deutsche Wirtschaft zum Wachsen braucht. Und das ist das, was der deutsche Arbeitsmarkt braucht, um stark und stabil aus der Krise rauszukommen die ganze Kurzarbeit abgebaut wird, all diese Dinge äh, stützen dann die Wirtschaft. Das sind viele, viele kleine. Das kommt jetzt nicht nur vom Bausektor, aber die vielen kleinen Dinge, die sich hier positiv bewegen, das ist das, was Besserung ist und das ist das, was wir entsprechend hier auch brauchen, damit wir hier weiter solide wachsen können. 10.30 Uhr dann aus Großbritannien äh, den Einkaufsmanagerindex ebenfalls für das Baugewerbe 13.30 Uhr gibt es den geldpolitischen Begleittext der äh, EZB. Gestern gab es ja das FOMC Pendant dazu. Da ist nicht wirklich viel an den Märkten passiert. Ich denke, äh, man wird da eher heute drauf lauschen, was Paul macht. Den haben wir heute Abend hier drin stehen. Um 18 Uhr vorher gibt es Arbeitsmarktdaten aus den USA um 14.30 Uhr die Erstanträge auf. Die Arbeitslosenhilfe. Das ist das, was wir heute sehen. Und das, was wir jetzt gleich sehen. Das ist zum einen der Blick in das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Das hatte ich avisiert. Wir schauen auf US-Dollar, japanischen Yen, Neuseeland-Dollar, US-Dollar habe ich ebenfalls auf der Uhr und natürlich auch etwas Zeit für Wunschmärkte. Das heißt, wer mag, einfach rein hier äh, entsprechend in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Und da kümmere ich mich sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Und auch danke für die lieben Grüße an dieser Stelle sogar an die Investorschule. Das ist ja sozusagen meine Firma, wo ich mein Ausbildungsgeschäft. Drüber laufen lassen. So zweimal im Jahr gibt es Ausbildung, das hatte ich ja gestern auch schon avisiert. Die nächste ist im Mai. Wer da Fragen hat, gerne einfach direkt auf mich zukommen. Christian, vielen Dank auch dafür. Gut, also wir machen weiter mit den Charts und zwar den tickenden. Und hier, ha, klasse, oder? SP bricht aus nach oben weg aus der Seitwärtsrange. Klasse. Ich liebe es, wenn sowas wirklich so schön läuft wie hier. Macht immer wieder Spaß. Und deswegen liebe ich auch so den Job. Wer sich geduldig an den richtigen Stellen auf die Uhrlicht nee, auf die Lauerlicht, dann hat er gute Chancen, gutes Geld auch zu verdienen. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf die Währungen. Und zwar zunächst, ich habe es gesagt, das Cable. So, Moment, den nehmen wir mal weg. Das Kabel haben wir an dieser Stelle. Britisches Pfund. Hier, der Blick in die Woche ist jetzt nicht so wichtig. Mir gefällt vielmehr hier der Blick in den Tag hinein. Ich weiß, Kabel ist nach unten hin verortet. Moment, ich nehme hier, nehm hier mal Linien raus. Klein Augenblick. Wir brauchen hier nicht alles drinnen. Passt auf. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen: Was quatscht der Seidel da schon wieder? Wieso geht der Seidel jetzt hier her und schreibt, die Bullen könnten sich zurückmelden? Das hat einen Hintergrund. Der Hintergrund ist, wenn wir uns diesen Chartverlauf mal anschauen, dass man sieht ganz klar im überen, übergeordneten Bild, also hier das, was ich gerade einblende, was das Tool hier auch einblendet, das äh, Markttechnik, das MTON-Signal ist der übergeordnete Zeitrahmen. So, schaut euch das mal an. Das Übergeordnete ist jetzt hier entsprechend die Woche. Was haben wir in der Woche? Wir haben in der Woche einen validen Aufwärtstrend. Das sehen wir hier. Na, da ist er. Wir haben hier eine Einanderreihung steigender Hochs, steigender Tiefs. Hier den schönen, soliden, starken äh, Arm nach oben. Das ist der Bewegungsarm. Und das, was wir hier auf der Tagesbasis sehen, ist entsprechend der Abwärtstrend. Das ist der hier. Der läuft nach unten. Aber wir haben jetzt durchaus eine Chance, und zwar ist das eine frühe Chance, dass wir hier eine Umkehr sehen. Was haben wir gesehen? Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wir hier trendig nach unten gelaufen sind, in einem Abwärtstrend. Hier diesen letzten Arm nach oben, also diesen letzten Schub durch diesen Trend auch weiter korrigiert haben. Das ist der gesamte Arm der Woche. Also da ist nach unten hin noch viel Potenzial. Aber. Wir müssen halt drauf schauen, was die Märkte machen. Und der Markt ist momentan in einer recht interessanten Verortung. Und zwar, schaut mal, wir beziehen uns jetzt mal einzig und allein auf das, was wir hier haben. Denn wie schaut denn so eine Umkehr der Nachfrage aus? So eine Umkehr der Nachfrage schaut so aus, dass ich wenigstens mal in der untergeordneten Zeiteinheit ein Gegentrend entwickelt, und der hat sich ja hier schon entwickelt. Das ist allerdings die korrektive Phase. Und da hatten wir beim letzten Mal ja schon gesprochen, dass dieser Trend hier verlaufen ist, der nach unten ausgebrochen ist. Jetzt schaut es aber so ein klein wenig danach aus, dass wir durchaus das nächste bullische Zeichen bekommen. Und wenn sich diese bullischen Zeichen so mehren, wie wir es hier haben, dann macht es Sinn, mal wirklich hinzuschauen. An dieser Stelle sei allerdings auch eins gemerkt oder bemerkt: Wir haben hier eine sehr frühe Situation, denn dieser übergeordnete Auf äh, Abwärtstrend, also das, was wir jetzt an dieser Stelle hier haben, das, was hier nach unten läuft, ja, das ist weiterhin intakt. Ich ziehe das jetzt einfach mal so grob hier durch, denn wir müssen zwangsweise hier oben drüber. Das ist das Zwischenhoch in dieser Abwärtsphase, auch wenn wir hier momentan einen Aufwand haben, Aufwärtstrend haben, der darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir an dieser Stelle, ich habe noch gar nicht den Bildschirm groß gemacht, sehe ich gerade, dass wir an dieser Stelle ähm, noch im Abwärtstrend verortet sind. Aber der Gegentrend schon da ist. Das heißt, das Ganze hier ist sehr, sehr früh, aber. Jetzt sind wir hier unten im laufenden kleinen Abwärtstrend wieder in einem Supportbereich angekommen, wo wir, plötzlich, wo wir plötzlich wieder eine Stärke, ein Stärkeanzeichen reinbekommen. Ne? Also hier unten an dieser Stelle, ich nehme das mal kurz mit runter hier unten am Low, haben wir ja von diesem Aufwärtstrend das Zwischentief bekommen. Und das Zwischentief hier an dieser Stelle, also hier, wo der kleine Markt so schön nach oben läuft. Da ist jetzt wieder erneut Umkehr da. Das heißt, der Markt möchte hier wieder nach oben. Und das ist jetzt interessant, denn jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an. Schaut mal, das hier, was wir hier haben, ist entsprechend der Aufwärtsschub. Das ist das, was wir gerade gezeigt hatten. Die Gegenbewegung auf der Tagesbasis. Wir gehen mal in den vier Stunden Trend, da sieht man es besser. Und jetzt geht der Markt sozusagen hier nach unten, dreht hier um und gibt uns hier die Chance. Und das ist wohlgemerkt eine Chance für ein sehr, sehr frühes Signal, dass wir ein höheres Tief bekommen. Ja, und diese Chance ist jetzt tatsächlich da. Und das Schöne ist, man muss jetzt auch nicht ewig warten. Ob da was geht oder nicht, denn wenn wir hier unten drunter fallen unter diesen Zwischentiefbereich um die Marke von 1,37, wartet mal, wir gehen mal ans Low unten dran. Also das Tief haben wir hier unten stehen, das ist diese Kerze hier. Das ist grob die Marke von, was haben wir da 1,3705. Ähm, das Level, wir haben relativ schnell die Entscheidung. Ja? Also wenn wir uns das Kleine mal anschauen wollen, schaut mal, wir sehen hier nach diesem Aufwärtsschub Gab es natürlich hier den Abwärtstrend zur Unterseite hin. Und jetzt werden wir sehen, was hier passiert. Denn wir sehen im 4-Stunden-Chart momentan schon relativ gut, das hier ist der Abwärtstrend. Der ist da. Der ging sehr dynamisch nach unten und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert. Schreiben wir hier ein neues Tief, dann ist eher die Wahrscheinlichkeit da, dass wir die unteren Level weiter anlaufen und die ganze Abwärtsphase sich wieder fortsetzt. Dann ist all das, was ich hier entsprechend erzählt habe. Ja, dann spielt das Long-Szenario überhaupt keine Rolle. Aber, und deswegen sage ich das an dieser Stelle, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Chance. Sollte der Markt tatsächlich kein Tief machen, kein Tieferes, sondern hier nach oben trenden, dann haben wir echt gute Chancen zur Oberseite reinzulaufen. Und wir haben auch noch ein paar Anlaufpunkte, ähm, die durchaus interessant sein können, wo wir sehen, wenn da auch Stärke reinkommt, sind das die nächsten Argumente dafür, dass der Markt tatsächlich hoch will. Denn schaut mal hier oben, das hier ist das nächste Widerstandslevel auf der Oberseite. Das ist der Punkt, als die ganze Situation wieder gekippt ist, ne? als dieser kleine Aufwärtstrend hier durch einen Abwärtstrend abgelöst worden ist. Grob das Level hier um die 1,38. Was haben wir hier unten stehen? Da unten, Moment, da sind die Tiefs 1,38 knapp 10. Dann als nächstes als Anlaufpunkt hier oben das kleine Zwischenhoch um die Marke von knapp 1,3840. Das sind alles Argumente, wenn die tatsächlich gekauft werden. Wir müssen da hinschauen, dass der Markt zunächst hier oben reinläuft und dann nach oben den Schub weiter wegnimmt. Also da ist einiges auf der Oberseite los, wenn wir an dieser Stelle tatsächlich hier die Umkehr sehen und aus, äh, sage ich mal, Wirtschaftlicher Sicht und das ist halt auch schön. Ich schiele jetzt noch mal ganz kurz auf die äh, Wirtschaftsdaten von gestern rüber. Da haben wir nämlich ganz äh, schöne Daten bekommen. Jetzt hängt das System hier. Moment, muss ich noch mal auf Aktualisieren klicken. Ähm, wir haben aus Großbritannien relativ gute Nachrichten von der Wirtschaftsseite bekommen. Und zwar haben wir gestern äh, Daten bekommen, das haben wir ja morgens vorgelesen: Einkaufsmanager-Indizes. Die sind zwar niedriger gewesen, als das die Analysten erwartet haben, aber deutlich besser ähm, als das, was wir in den FOMO dann gesehen haben. Und das äh, ist durchaus interessant und das hat halt ähm, ähm, sich positiv ähm, auf, das, auf das britische Fund auch ausgewirkt und natürlich so ein bisschen die Dollarschwäche. Und das ist jetzt die interessante Story, wenn es hier nach oben geht, wie schon gesagt, kein tieferes Tief gemacht wird hier an dieser Stelle, haben wir gute Chancen zur Oberseite reinzulaufen. Das auf dem Auge behalten, sollte durchaus interessant sein. Dann machen wir mal weiter. Mit dem Blick in das Währungspaar US-Dollar japanischer Yen hier an diesem Punkt natürlich wie immer auch in den, in den großen Kontext zunächst erstmal, also in den Tageschart hier rein. Und da sehen wir momentan ebenfalls im US-Dollar Yen eine sehr, sehr interessante Verortung. Und zwar schaut hier oben, das ist der aktuelle Supportbereich. Hier sind wir über das Zwischenhoch oben drüber gelaufen. Der Aufwärtstrend hier ist weiter intakt, ganz klar, ganz sauber, alles nach oben gelaufen. Wir sind hier in einem steilen Korrekturkanal drinnen im laufenden Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Ja, das ist ganz, ganz solide hier. Und hier haben wir auch wieder ein sehr, sehr schönes Entscheidungslevel. Heißt also, wir verharren hier drin. Gestern einen Tag gehabt unten. Wir gehen mal kurz in die vier Stunden rein. Da kann man das besser erkennen. Hier haben wir so eine gewisse Bodenbildung in diesem Bereich. Ne? Hier das Ausbruchslevel, das sieht man sehr, sehr schön. Hier der, der, der Abwärtstrend, der das Ganze nach unten gedreht hat. Und jetzt geht es hier sozusagen rein in die korrektive Phase. Das heißt, hier. An dieser Stelle ist es jetzt tatsächlich sehr interessant, was passiert, denn wir haben eine kleine Trading Range äh, und diese kleine Trading Range, ich mache mal ober und unterseite hier, das ist so ungefähr dieser Bereich oben die 109, 95, 94, 95 und unten die 109 äh, so um die 60, 62 rum. In dieser bewegt sich der Markt hin und her. Und das sind jetzt zwei Dinge, die wir hier sehen. Auch hier, es ist wieder eine Range. Und Ranges haben ähm, natürlich in dieser Verortung immer auch, äh, sage ich mal, äh, den Faktor in sich. Wir haben hier eine tiefe Korrektur oder eine relativ flache Korrektur, die sich durchaus jederzeit zur Unterseite hin auflösen kann. Und ähm, wir haben natürlich, wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, auch noch ein paar Unter. Äh, untere Anlaufmarker hier zum Beispiel diesen Supportbereich unten an dem Ausbruchslevel, wo hier auch das kleine Zwischentief gewesen war bei 109,37 äh, so in etwa. Das äh, ist ein, ein Low. Das wäre mal, wenn es hier zum Bruch nach unten kommt, tatsächlich auch der erste nächste Anlaufpunkt. Und danach wird es ein bisschen weiter gefasst hier, wo wir marktrelevante Drehpunkte haben. Und da möchte ich jetzt gar nicht so nah diesem Punkt besprechen, sondern wir können das hier alles zusammennehmen. Also das ist auch ein Supportlevel, was wir hier tatsächlich im Markt liegen haben. Die Marke um die 108 knapp 40 unten rum, der Drehbereich. Ne? Also, wir haben schon einiges auf der Unterseite da. Aber die Longseite ist durchaus interessant, denn was wir hier sehen, ist halt auch einen, ein Versuch einer, einer Bodenbildung. Ne? Denn das hoch hier oben kam hier unten am Trendfortsetzungslevel. Hier, das ist dieses Level. Ne? Aber wir sind halt nicht massiv tief gelaufen. Das Potenzial aus der Korrektur unten raus war ja deutlich weiter noch nach unten. Also da hätten wir schon noch ein bisschen mehr gesehen. Aber sind wir nicht. Wir verharren hier. Und wenn es hier zur Bodenbildung tatsächlich kommt, weil wir sehen, es wird immer wieder aufgekauft, wenn es unten drunter gegangen ist. Es kommt keine Folge. Verkäufe quasi, haben wir durchaus die Chance nach oben zu laufen. Und wenn das dann kommt, dann haben wir schöne Anlaufmarker hier Alleine mal, wenn wir uns die Zwischenhochs anschauen, hier grob um die 110,55 und dann hier ganz eng liegen, hier das, was wir hier oben haben, so der Bereich um die, ich sag's mal, mach's mal so mitten, mittendrin, um die, was ist das, die 110, ähm, 78 bis 80 und dann ist schon hier oben das Hoch da, in greifbarer Nähe. Also da ist durchaus einiges da, äh, was hier durchaus für. Guten Druck nach oben sorgen kann, wenn hier entsprechend die Kauforders liegen. Und wir wissen ja, wo die liegen. Wer das nicht weiß, meldet sich bitte zur Ausbildung am 8. 9. Mai an. Da wird das auch gelernt. Das spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Also, das, wie schon gesagt, hier der Blick in das Währungspaar ähm, US-Dollar, japanischer Yen im 4 stunden chart sowohl als auch im Tageschart. Das sieht recht interessant aus. Und wenn wir uns mal den Tag auch anschauen, ähm, beziehungsweise die trendigen Sachen, wir haben hier auch weiteres Potenzial zur Oberseite hin, wenn wir hier eine Korrekturwoche sehen und wir tatsächlich wieder nach oben umdrehen. Schaut mal hier oben, da sind noch einige Punkte und ich denke, das werden wir hier morgens in den Briefings auch miteinander besprechen, was da relevant wird. Das bleibt sehr, sehr spannend und auch hier, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben wieder eine schöne Situation, wo wir durchaus ziemlich zeitnah entsprechend eine Entscheidung bekommen können und damit wechseln wir zum Währungspaar Neuseeland-Dollar-US-Dollar. -Dollar. Und da haben wir eine ähnliche Situation äh, wie das, was wir gerade äh, im britischen Pfund besprochen hatten. Ähm, nur dass hier die Chartlage noch eine deutlich andere ist. Und zwar haben wir hier, Moment, auch hier räume ich mal den Chart kurz auf. Hier gibt es auch viele Sachen, die wir gar nicht brauchen. Also was haben wir hier? Wir haben hier ähm, einen äh, ebenfalls ähnlich wie im äh, britischen Pfund-US-Dollar verorteten ähm, Korrekturkanal. Der Weiter auch intakt ist. Das heißt, wir sprechen hier und jetzt mit Blick auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar mal definitiv über die korrektive Phase mit der Chance auf eine Ausdehnung der Korrektur. Und zwar sehen wir das relativ schön, wie der Markt sich entwickelt. Wir haben auf Tagesbasis einen bestehenden Aufwärtstrend. Und der nächste Anlaufpunkt dieses Aufwärtstrends wäre mal hier oben dieses Trendfortsetzungslevel hier an dieser Stelle, so grob um die Marke äh, von knapp 0,71. Also hier oben sozusagen die Trendfortsetzung, also das, was hier gewesen ist, da oben drinne. Äh, das ist mal das nächste Widerstandslevel, das wäre mal der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite. Und dass wir. Da durchaus Chancen haben, äh, dass sich dieser kleine Trend hier nach oben fortsetzt. Äh, das sieht man daran, dass der kleine Trend auch weiterhin intakt ist. Ja? Das heißt, wenn wir uns mal diese, diese, diese Basis hier nehmen, also von hier unten äh, hier oben rauf, da sehen wir ja auf Tagesbasis einen Aufwärtstrend, äh, der entsprechend auch da ist. Und da ist es halt wirklich interessant, wie es hier weitergeht. Denn, wie schon gesagt, das ist Korrektur. Die hat Chance, sich weiter nach oben fortzusetzen. Und jetzt kommt so ein bisschen was äh, zum Thema Timing-Gedanken. Und das, also bitte jetzt äh, von der Seite her, auch das nehmen wir mal kurz als edukativen Part rein. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Futures rein wieder und mache mal eben kurz äh, das Thema Neuseeland-Dollar und US-Dollar auf. Und da sehen wir entsprechend hier, Moment. In den Futures. Das ist ein Timing-Gedanke. Das ist also eine recht spekulative Trading-Idee hier, zumindest wenn wir äh, die Long-Seite mit annehmen wollen. Und zwar schaut euch mal, das hier ist der US-Dollar an. Der US-Dollar äh, kommt in der Korrektur weiter zurück. Wir haben hier zwar gestern einen Tag erlebt, wo wir so ein bisschen Umkehr gesehen haben, aber ähm, die ist jetzt in diesem Supportbereich, wo wir hier sind, ähm, noch nicht so tragend, dass wir direkt wieder nach oben durchstarten. Ne? Wir haben hier auch einen schönen engen Korrekturkanal und wenn wir da den Ausbruch sehen, äh, dann sollte Neuseeland-Dollar-US-Dollar -Dollar wieder gen Süden drehen, also zur Unterseite hin ähm, sozusagen, äh, weil wir dann natürlich den stärkeren US-Dollar haben. Aber und das das ist jetzt die Chance für diejenigen, die ganz kurzfristig unterwegs sind, die Korrektur noch ein Stück weit nach oben zu treiben. Denn äh, wir haben ja den intakten kleinen Aufwärtstrend auf der Tagesbasis und da gibt es ein Umkehrsignal seit gestern. Ne? Und das haben wir hier. Sollte der Dollar weiter runterfallen, spielt das so ein bisschen der Korrektur, Ausdehnung äh, mit in die Hände. Und das können wir auch sehen, wenn wir uns mal den Neuseeland-Dollar anschauen. Ähm, der sieht hier auch so aus, identisch. Das heißt, wenn der jetzt wieder so ein bisschen an Stärke zulegt, äh, dann haben wir durchaus Chance, hier ein bisschen reinzulaufen. Und hier im Neuseeland-Dollar-Future sehen wir halt auch das Level um die 71 ist hier ein sehr, sehr starker Widerstand. Also, das kann kurzfristig durchaus eine Trading-Chance geben. Prallen wir da oben ab, ist es eher die Short-Richtung, die wir hier auf der Uhr haben müssen. Und das ist das, was wir auch direkt hier sehen. Und wenn wir uns das mal eben im 4-Stunden-Chart auch anschauen, da sehen wir es hier, der Trend ist intakt. Und wenn wir hier wieder nach oben rauskommen, dann haben wir gute Chancen nach oben reinzulaufen. Das heißt, der wichtige Punkt, den wir jetzt haben, ist, wir müssen definitiv hier oben drüber. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier von unten rauskommen, wir hier unten kein Tief machen, kein neues Tief, sondern wir wirklich hier... Schaut mal, das war der alte Ausbruchsbereich. Dort rumdrehen und dann nach oben trenden. Dann haben wir durchaus die Chance, wieder einen Richtungswechsel zu bekommen. Und dann trägt der Markt hier oben rein. Aber wie schon gesagt, das ist sehr, sehr spekulativ an dieser Stelle. Denn wir sehen es hier. Der 4-Stunden-Trend läuft nach unten äh, und der läuft schon wieder in das, was wir entsprechend auf der großen, großen Wochenbasis auch sehen. Also hier an dieser Seite, dass wir hier definitiv eher zur Unterseite drinnen sind. Wir haben allerdings die Chance, weil die direkt untergeordnete Zeiteinheit auf Tagesbasis, die ist noch long. Hier gibt es den Aufwärtstrend. Ne? Also, ich ziehe den mal ganz kurz ein hier, dass wir den auch in den anderen Zeiteinheiten sehen können. Also hier. Das hier ist sozusagen der intakte Aufwärtstrend auf der Tagesbasis. Und den haben wir halt da. Also Bewegung, Korrektur, Bewegung oben rein. Und hier im 4-Stunden-Chart sehen wir es. Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das hier ist die Korrektur. Und wenn wir jetzt hier schaffen, rumzudrehen, dann lebt das Szenario weiter, dass dieser Trend sich fortsetzen kann, dynamisch und hier Richtung 0,71 läuft. Wenn dort sogar noch mehr Kaufnachfrage, also die, noch mehr Käufer sozusagen warten kann das Ganze nach oben ausgedehnt werden. Ich denke, das wird auch so ein bisschen daran liegen, was Paul heute Abend sagt. Ähm, aber kurzfristig die Chance ist definitiv da, hier ein Stück, Stück Kuchen sozusagen von oben ein paar Krümel noch aufzusammeln. Durchaus möglich. Das Ganze, wie schon gesagt, hochspekulativ. Äh, was muss passieren, rein visuell sozusagen, äh, dass man das auf der Uhr mit hat? Na, das wollte ich nicht haben. Wir brauchen natürlich die Bestätigung. Wir brauchen hier einen Trend nach oben und das würde dann sozusagen in der kleineren Ecke hier so ausschauen, äh, dass wir hier. Die Bewegung nach oben bekommen, möglicherweise nochmal ein Stück Korrektur und dann hier einen Markt, der nach oben trendet im kleineren Bereich. Das ist dann das, was wir brauchen. Und wer da Unterstützung durch die kleineren Zeiteinheiten braucht, hier an dieser Stelle, das ist der Schub zur Unterseite hin. Der Trend ist entsprechend auch schon rausgenommen. Das heißt auch hier. Skizziere ich das Ganze gerne nochmal ein, dass man sieht, wie schon gesagt, ich sage es an dieser Stelle nochmals: das ist sehr spekulativ, aber eine Chance auf alle Fälle. Hier schaut mal, da geht es nach unten in die Korrektur rein: Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt sind wir hier nämlich in der kleinsten Zeiteinheit in einem Aufwärtstrend begriffen. Hier unten hat man eine schöne. Eine schöne Bodenbildungsphase hier und jetzt geht es wieder schön nach oben. Jetzt schlängelt sich der Markt hier trendig einfach nach oben durch hier in diese Richtung rein. Und wenn wir hier tatsächlich die Trendfortsetzung bekommen, ist das genau das, was wir brauchen. Und wir sehen halt an dieser Stelle auch, wir haben noch ein paar, Märkte, ein paar Marker da, wo Kaufinteresse sein könnte. Das sind dann entsprechend diese Level, die wir hier auch immer sehen an den Zwischenhochs. Und das ist das Kurzfristige, das Spekulative. Wenn es hier zur Fortsetzung der Aufwärtsdynamik kommt, haben wir es schön. Die Anlaufmarke haben wir da. Und das ist interessant, denn diese Level sind tatsächlich die Level, wo durchaus Absicherungsorders der Trendhändler liegen können. Und das sind die Marken, die den Schub nach oben. Durchaus stützen können. Also Chancen haben wir da auf alle Fälle da, wenn sich das Ganze tatsächlich weiter zur Oberseite aufdehnt. Aber wie schon gesagt, ich sage dazu immer wieder, es ist sehr, sehr spekulativ. Aber manchmal sind das die besten Chancen, die man hier an dieser Stelle nutzen kann. Das ist quasi der Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Jetzt schaue ich noch mal auf die Wunschmärkte. Da haben wir momentan relativ wenig Leute. Nicht so faul sein. Ich weiß doch, dass ihr tradet. Lasst euch gerne auch hier den ein oder anderen Markt sozusagen auch mit äh, ja, ähm, analysieren. Es muss nicht immer nur äh, der Euro, US-Dollar sein. Also nicht schüchtern sein. Wir haben auch ganz, ganz andere Märkte. Es bewegt sich viel an dieser Stelle. Wir können hier definitiv reinschauen. So, jetzt müssen wir noch mal kurz fragen. Ich habe hier noch eine Frage bekommen ähm, im Zoom. Ich lese die mal ganz kurz vor und zwar zum britischen Pfund US-Dollar. Ähm, Moment, ich mache mal ganz kurz den Chart noch mal auf britischer Pfund US-Dollar. Kurzen Augenblick. Den haben wir hier. Da hatten wir ja gesagt, möglicherweise sehen wir hier eine Umkehr. Und dazu haben wir hier an dieser Frage, das heißt, die Fund-Shorter-Strategie wird nicht greifen, wenn das britische Fund die Tage über das letzte Hoch ausbricht. Also, wenn wir uns da mal ganz kurz auf den Tageschart beziehen, wenn wir hier tatsächlich äh, über das Tageshoch von heute ähm, durchlaufen, ja, dann haben wir hier, Moment, wir gehen mal ganz kurz drauf, ich mache den Chart noch mal so ein bisschen groß hier, das Tageshoch von heute. Das haben wir liegen bei 137708. So, Moment. Wir nehmen das mal herunter und packen das mal auf die 13708. Damit haben wir mal das Tageshoch. So. Und jetzt schauen wir uns das Nein, Moment, das Hoch wollte ich haben. Das haben wir bei 137708 so rum. 137708, da fehlt doch tatsächlich 137708, da fehlt eine 0, äh eine 7, die wollen wir mal nicht unterschlagen. Also, das ist das aktuelle Tageshoch und jetzt gehen wir noch mal zurück in die Trends hier unten rein. Und da sehen wir an dieser Stelle ganz klar, Hier, wenn wir hier oben drüber laufen, setzt sich ja die Aufwärtsdynamik quasi auch so ein bisschen was fort. Und das ist halt der Punkt, dass man hier, wer zum Beispiel die, die den 4-Stunden-Schub hier als Richtungsgeber gibt und wir jetzt in dieser Strategie mal davon ausgehen, dass sich das Ganze nach oben fortsetzt, da brauchen wir dann die kleinere Zeiteinheit. Und hier sehen wir, wie der Markt sich ganz leicht und langsam nach oben schlängelt. Und wenn wir hier. Das Tageshoch von heute gekauft bekommen, dann erhöhen sich die Chancen quasi, dass der Markt sich nach oben ausdehnt. Das heißt jetzt nicht, dass die ganzen Schutzstrategien, die hier drauf laufen, ähm, tatsächlich auch aus dem Markt rausgehen. Ähm, das kann durchaus funktionieren, denn wir sehen halt hier oben, wir haben um die Marke von knapp 1,3080 halt auch ein Widerstandslevel liegen. Das sehen wir halt hier oben mit drinnen, wo der Markt hier rumgedreht ist. Das kann da relativ flott nach unten gehen und dann sehen wir doch die Tiefs. Aber ich habe ja auch gesagt, wir sind hier relativ nah an einem entscheidenden Level und wir haben tatsächlich jetzt die Chance, wenn wir hier aus diesem kleinen blau markierten Aufwärtstrend, aus der tiefen Korrektur nach oben laufen, dann haben wir durchaus die Chance, zunächst noch einmal hier ähm, Richtung 1, äh, was haben wir da oben? 39, knapp äh, 20 rüber zu laufen. Diese Chancen haben wir da tatsächlich auch da. Man darf allerdings auch nicht vergessen, ich habe es gesagt hier. Der Markt ist im großen Bild hier abwärts gerichtet und das ist der korrektive Aufwärtstrend mit einer Chance, nach oben reinzulaufen. Also, das hängt alles so ein bisschen zusammen, wie sich auch die Währungen bewegen. Also, das, diese Long-Strategie ist eher sehr, sehr kurzfristig angelegt. Also, ähm, das ist das für die kurzfristigen Traders. Sowas äh, nimmt man gerne mal auch in Kauf. Bitte dort auch aufpassen auf das Thema Portfolio-Beimischung die, die Risikogrößen, die Positionsgrößen dort auch mit anzupassen. Aber das sind oft gute Chancen. Und wenn man hier mit einem vernünftigen Positionsmanagement arbeitet, hat man wirklich sehr, sehr viele Chancen. Und wir haben auch die Chance, dass sich hier tatsächlich eine Long-Umkehr auf einem größeren Bild wieder ergeben könnte und wir durchaus doch noch ein Stückchen weiter Höhe laufen können. Also das Ganze wird sich bewegen. Eins bitte im Hintergrund behalten. Heute Abend spricht Paul. Das kann im US-Dollar wieder einiges ändern. Deswegen ist das, was wir hier heute alles, was US-Dollar äh, auch angeschnitten, das sind alles sehr kurzfristige Setups. Aber warum soll man sowas nicht mal spielen? Okay. Dann haben wir noch zwei Fragen und zwar Nasdaq und ähm, US-Dollar-Chinesischer Yuan. Yes Sir, kriegen wir hin? Moment, wir fangen mal mit den Währungen an. So, China, US-Dollar, chinesischer Yuan, da ist er, zack, zack, einen neuen Chart aufgemacht hier. So, da haben wir's. Einmal den chinesischen Markt, klasse, danke dafür, freut mich sehr. Sowas mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Das zeigt nämlich auch, damit kann ich nämlich auch zeigen, dass die, dass die Charttechnik, die wir hier ja jeden Morgen auch hinterlegen, dass die tatsächlich unabhängig vom, vom Chart oder vom Instrument funktioniert. Die Trends sind wie sie sind. Die sehen wir nicht nur in den Charts, die sehen wir auch in der Wirtschaft, die sehen wir überall ähm, im Leben. Und das ist halt das Schöne Interessante. Gehen wir hier mal kurz auf den Tag. Hier, schöner Trend. Der Abwärtstrend wurde rausgenommen. Hier haben wir einen schönen, validen Aufwärtstrend. Ähm, klassisch von der Verortung her auch recht interessant gelaufen an dieser Stelle. Wenn wir uns das mal anschauen hier oben, ähm, hier war das Bruchlevel sozusagen, als dieser Abwärtstrend rausgenommen worden ist. Das ist dann zu einer Unterstützung geworden. Im etwas größeren Bild, im kleineren Bild allerdings, ist das, was ich äh, oder wie ich finde, hier auch ein sehr, sehr interessantes Level, wo wir momentan verortet sind, denn. Das ist mal so ein bisschen hier im Kleinen, das hier unten, ein, ein Level, äh, wo wir durchaus jetzt von hier aus mit dem nächsten Schub nach oben starten können. Wir sehen es ja hier äh, in diesem Chart auch sehr, sehr schön drin. Ich kritzel das jetzt einfach mal mit meinem Zeichentool ein. Mir ähm, ist das manchmal im Stereo-Trader bzw. im Meta-Trader zu mühevoll, jedes Mal aufs, aufs, auf die Uhr zu klicken. Aber hier, schaut mal, Bewegung, Korrektur, Bewegung sehen wir sehr sehr schön nach oben laufen und was wir auch sehr sehr schön sehen ist hier der untergeordnete Trendverlauf und das ist das was immer wieder interessant ist, denn hier wenn wir das mal so hoch sehen, wie sich das untergeordnet nach oben geschwungen hat, ja, da sehen wir hier eine kleine Korrektur und dann noch mal den Schub nach oben. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist korrektiv abwärts. Und wir sind hier unten in diesem Level jetzt aufgesetzt. Und das schauen wir uns mal ganz kurz. Ich will in dieser Währung nicht zu klein werden. Ähm, aber wir sind hier an einer sehr, sehr schönen Situation. Und zwar haben wir hier durchaus jetzt die Chance, tatsächlich oben raus zu gehen. Zwei Marker gibt es, die wichtig sind. Das erste Level, was wir jetzt schon mal überwunden haben, ist dieses hier an dieser Stelle? Das ist jetzt tatsächlich ein, ein gutes Zeichen, wenn der Markt da drüber bleibt. Denn wenn wir uns mal diesen Abwärtstrend hier anschauen, das ist sozusagen der korrektive Trend dann hat sich der Markt jetzt hier im kleinsten schon drüber geschlängelt und dieses Level, wenn wir das tatsächlich überwinden, also hier oben drüber bleiben über der Marke von was 655 in etwa, dann haben wir wirklich gute Chancen nach oben zu laufen. Weitere Anlaufpunkte, die wir zur Oberseite hin planen können, sind die Zwischenhochs auch hier. Funktioniert das trendtechnisch sehr sehr schön hier das Level um die 656 war der Verkaufsbereich in diesem Drehbereich hier rum, wo der Abwärtstrend entstanden ist. Ähm, 656 35 hier unten, da sind wir rangelaufen und gleich wieder abgedreht. Sollten sich hier dann Käufer finden, ist das der nächste Punkt, der relevante hier oben rauf auf die 658 hier oben. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Haben wir eine. Schöne Lage hier, auch wieder ein schönes Entscheidungslevel. Verkaufen wir hier ab. Wird es interessant, drehen wir vorher rum. Also hier wiederum. Auch das Thema mit Bildern. Es spielt sich immer wieder das gleiche in den Märkten ab. Hier an dieser Stelle, also hier nach oben, nach unten und das alles schick. Nach oben. Das ist nicht mehr schick. Dann haben wir nämlich die Fortsetzung äh, des Abwärtstrends und das wollen wir für die Long-Richtung definitiv nicht sehen. Ja? Das heißt, hier wäre es jetzt sehr, sehr bullisch, wenn wir drüber bleiben. Und das wäre also über diesem Verkaufslevel hier, das wäre ein Stärkezeichen. Und dann können wir darauf oder damit rechnen aus trendtechnischer Sicht, also von der charttechnischen Analyse her, dass an diesen Leveln die entsprechenden äh, Schübe reinkommen. Und dass hier an dieser Stelle der Markt weiter nach oben dreht. Und das wäre dann ganz, ganz klassisch hier die Umkehr der Nachfrage. Und wir sehen, das hier gestern haben wir das Signal bekommen hier in diesem Support-Level. Heute wird es bestätigt. Und das gibt uns tatsächlich die Chance, nach oben auch mit reinzulaufen. wenn wir das mal sehen wollen, hier auch auf größerer Basis, wenn wir hier tatsächlich über die alten Hochs oben drüber laufen, haben wir hier oben, hier drüben schön noch ein paar Anlaufpunkte, die wir oben mit reinnehmen können. Da könnte durchaus einiges gehen. Schauen wir uns. An. Danke für die Frage. Und dann haben wir noch die Frage nach dem NASDAQ. Den schauen wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne an. Der dreht ja momentan auch wieder schön rum. Wir haben hier die Konsolidierung auf einem hohen Niveau gesehen. Das ist ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Hier habe ich nochmal in dieser roten Farbe den ehemaligen Verkaufsbereich gezeigt. Der wird jetzt gekauft. Das ist hervorragend und was wir hier noch drinnen liegen haben, die Hochs. Und das ist das, was von hier drüben kommt. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Stunde rein. Da muss ich zwar relativ klein zusammenraffen, aber äh, wir haben hier durchaus die Chance, dass die Rallye zur Oberseite hin weitergeht. Denn hier schaut man aus dem kleinsten Bereich raus. Das sind so einige Zwischenmarker, die wir durchaus abfrühstücken können ähm, hier an dieser Seite. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich übers Tageshoch weiterlaufen, die bullische Tendenz weiter gekauft wird, dann sind mal die nächsten Anlaufbereiche hier oben die 13.000. 788 und hier oben das Level um die 13.850 der Drehbereich und dann haben wir schon wieder das alte Allzeit hoch, also hier sieht es sehr sehr bullisch aus, sollten wir hier einen kleinen Abprall bekommen, hier an diesem Punkt äh, für die kurzfristigen Trader könnte das durchaus interessant sein, weil hier der starke Schub zur Oberseite hin klar, der kann auch mal so ein bisschen korrigiert werden, also wenn wir hier ein bisschen in die Korrektur reingehen, äh, dann sehen wir hier an dieser Stelle halt den Markt von unten nach oben hin gelaufen. Das ist sozusagen der letzte Bewegungsarm und das, was da tatsächlich interessant ist, wäre dann mal das Level im Kurzfristbereich. Sollten wir hier ein bisschen unter das Tief dieser Kerze hier fallen, also hier unter dieser Marke, dann ist dieser Bewegungsarm, der letzte Schub hier erst einmal gebrochen, da könnten wir durchaus ein bisschen Korrektur sehen und wenn wir da mal hier in den kleinsten Arm reingehen, das rafe ich mal ein bisschen noch zusammen, dass wir sehen hier, wenn wir hier drunter fallen, das ist hier ein, ein wichtiges Korrekturlevel gewesen, wenn das abverkauft wird, dann können wir uns ein bisschen zur Unterseite hin, ähm, sage ich mal, auf die Lauer legen und das wären dann halt hier Marker, wie die, die wir hier haben, entsprechend unten in die Tiefs rein, dieses Bewegungsarmes und zu nennen wäre da mal hier dann entsprechend die 13670 knapp 70 und dann hier unten ich sag mal dieses kauflevel wo wir auch dieses kleine zwischentief gehabt haben, um die marke von knapp 13.636 müssen wir sehen wie es wird aber momentan sieht es einfach echt richtig schick bullisch aus hier auch die konsolidierung in einem recht engen korridor äh, den wir hier haben also das ist schon ein, ein schönes bullisches zeichen dass der markt auch tatsächlich nach oben will das zeigt der markt geht hoch und das ist auch das was wir brauchen um das ganze entsprechend hier mit fortzusetzen und wenn wir was ich jetzt gerade zeigen wollte hier an dieser stelle noch mal hier an diesem punkt die entsprechenden bonds mal noch mit anzuschauen ähm, da sehen wir auch dass die kurse hier im zehnjährigen bereich langsam wieder anziehen. Das heißt, hier gibt es Erholung in diesem Sektor. Im 5-Jährigen sehen wir auch das Anziehen und in den 2-Jährigen auch sehr stark. Das heißt, wenn hier die Renditen steigen, geht der Zins unten ein bisschen weiter nach unten. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, da können wir mal bei marketwatch .com, also bei MarketWatch.com schaue ich da immer, wenn wir uns die Rates mal anschauen, da sehen wir hier, wir standen vor kurzem noch bei 1 knapp 75. Jetzt stehen wir in den 10-jährigen Treasuries bei 1,65. Das ist schon ein deutlich. Ein deutlicher Rutsch nach unten hin, das entspannt die Märkte und das befeuert sozusagen auch das, was hier kommt, und das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen an dieser Stelle. Und das, was wir hier an diesen Punkten halt auch immer mit sehen, ist, dass die US-Wirtschaft bzw. die Regierung auch sehr dynamisch entsprechend arbeitet. Wir hatten ja auch beiden, der gesagt hatte, ja, wir hätten hier ganz gerne höhere Steuern an dieser Stelle. Und da hat ja der ein oder andere Bericht auch gesagt, höhere Steuern wären katastrophal. Ja, er hat, glaube ich, 28% Prozent Unternehmenssteuer sich entsprechend angeschaut. Jetzt haben sie 21%, das wäre katastrophal. aber aber Amazon-Chef ähm, äh, hat ja gesagt, er würde sich auch freuen, wenn man eine ähm, weltweite Mindeststeuer auf die, auf die Unternehmen hätte. Äh, das sind alles Vorschläge und jetzt hat Biden halt auch ins Spiel gebracht, dass man über niedrigere äh, Steuern reden könnte. Das heißt, dass man zwar den Satz, den man jetzt hat, trotzdem erhöht, aber nicht so hoch, wie er das vorgeschlagen hat, dass man dort einen Konsens finden könnte. Das wäre sehr, sehr positiv zu sehen, wenn es da einen Konsens gäbe. Das würde der US-Wirtschaft jetzt nicht massiv die Knüppel zwischen die Beine jagen, aber diese ganzen Hilfspakete in irgendeiner Art und Weise auch wieder eine Quelle mehr geben zur Finanzierung. Das Thema ist also da. Also es bleibt hier sehr, sehr, sehr spannend an dieser Seite. Ähm, weitere Fragen haben wir hier nicht. Doch, Mensch, wir haben noch Öl. <laughs> Wurde Öl bereits besprochen? Nee. Öl haben wir noch nicht besprochen. Ja? Ölmarkt haben wir ja gestern auch Zahlen bekommen. Gucke ich gleich nochmal kurz durch. Die Zahlen vom gestern vom Öl. Äh, die Rohöllagerbestände haben um 3,5 Millionen Barrel abgenommen. Geholfen hat es nicht wirklich. Wenn wir uns den Ölmarkt mal kurz anschauen wollen an dieser Stelle, keine Sorge, ich mache das Bild gleich nochmal groß. Hier äh, in diesem Punkt. Also der Ölmarkt, ähm, der ist weiterhin, ja. Muss ich sagen, also für mich als Trader äh, im, im Swing-Bereich aktuell in der Wartephase, äh, in, selbst in den fünf Minuten tut sich nicht wirklich viel. Klar, wir haben hier einen schönen Rutsch nach oben gesehen, der wird jetzt wieder abverkauft, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal auch anschauen wollen, hier in den größeren Bereich rein. Wir schwanken weiterhin. Und wenn wir uns die letzten drei Handelstage mal auch so anschauen wollen, ähm, ja, da ist nicht viel. Äh, da ist nicht wirklich viel an Bewegung. Also ähm, hier sieht es wirklich nicht danach aus, dass wir hier dolle starke Bewegungen bekommen. Wir sehen hier an dieser Stelle, äh, dass sich quasi die Trendlinie da oben etwas weiter abwärts richtet. Das heißt, das verstärkt sich, das verschärft sich unten so ein bisschen rein zieht sich hier äh, so ein Stück weit runter und wir machen jetzt hier so eine Art Dreieck in diesem, in diesem kontext raus, was wir hier so sehen können, das in seine Spitze reinläuft. Ähm, das ganze Dreieck ist verortet in einem Abwärtstrend, das heißt, laut technischer Analyse ist hier eher zu erwarten, dass der Markt unten drunter rutscht, aber wir haben hier diese elendig lange Außenkerze und da sehen wir, oben wurde immer wieder abverkauft, unten immer wieder gekauft und Dreieck hin oder her. Solange wir in dieser Range hier drinnen festhängen, rechne ich mal nicht mit riesengroßen Bewegungen. Die große Herausforderung ist halt die dass wir mitten in der, wir hängen mitten, mitten, mittendrin, also im Median. Und das ist im Median immer relativ schwierig, das Ganze zu traden, äh, denn wir sehen es, wir sehen hier keine sauberen Trendverläufe. Und äh, ich will hier überhaupt niemanden ausreden, das Ganze zu traden, denn wenn wir hier zum Beispiel über das Vortageshoch oben drüber gehen, dann sehen wir schon so ein bisschen Aufwärtsdynamik auch da, wenn wir uns das mal kurz in der Stunde anschauen wollen. Da oben haben wir das Vortageshoch und wenn wir jetzt aus jetziger Sicht über dieses Vortageshoch drüber gehen, dann haben wir hier im kleinsten durchaus einen Aufwärtstrend, der die Chance hat, hier weiter äh, sich nach oben zu entwickeln und da haben wir auch ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite. Den nächsten, den wir da haben an dieser Stelle, ist natürlich hier. Wenn es tatsächlich hier übers Tageshoch geht, von dort aus Basis hier oben rein auf die 1,60,84. Das ist alles da. Das ist alles jetzt kein Problem. Das kann man wirklich auch zum Traden nutzen. Man muss halt einfach nur wissen, der Zeitrahmen, die, die Umkehren hier im Öl, die sind momentan so, so schnell äh, und so dynamisch, ähm, dass es ähm, ein ganz, ganz kurzfristiger angesetzter Handelsstil sein sollte, den man hier hat im Öl. Also das äh, ist momentan, Öl ist ein bisschen tricky, ähm, denn der Markt, der klebt momentan, wenn wir uns das mal anschauen wollen, der klebt hier in diesem Bereich fest. Also der will sich davon nicht so richtig lösen. Wenn er es allerdings schafft, sich zu lösen, und das könnte durchaus mit positiven Nachrichten vom Ölmarkt zusammenhängen, dann könnte das durchaus den Schub nach oben kommen. Die Fragen, die wir hier an dieser Stelle stellen, ist halt, warum. Klebt der Markt hier so wie verhart? Ne? Wir haben die guten Nachrichten vom Ölmarktbericht bekommen und trotzdem kommt der Markt nicht nach oben raus. Möglicherweise rumort hinten schon wiederum, dass die Förderkürzungen nicht so bleiben, wie sie sind, dass mehr Öl auf den Markt kommt und wenn mehr Öl auf den Markt kommt, bringt das die Preise eher zur Unterseite hin. Das wird sich zeigen. Also, wir werden, denke ich mal, nicht mehr lange warten müssen, bis sich hier irgendwas ergibt. Gerade aus charttechnischer Sicht ähm, sollte es hier irgendwann zu einer Auflösung kommen. Die große Frage ist halt dann nur, wie weit. Läuft das? Prallen wir hier oben vom Hoch bei 60, 85 ab oder geht das Ganze hin und her? Also wir müssen sehen, ob wir da durchkommen. Das der Blick in den Ölmarkt. Danke auch für diese Frage. Weitere Fragen haben wir jetzt an dieser Stelle nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie jeden Morgen Danke fürs Zuschauen. Wer es noch nicht getan hat, bitte jetzt noch auf den Like-Button klicken. Äh, dafür vielen lieben Dank und bis morgen früh um 8.30 Uhr zur nächsten Marktbesprechung. Das ist dann die letzte Marktbesprechung im Urlaubsmodus. Das heißt, ab nächster Woche gibt es dann für diejenigen, die auch nach den Blog-Einträgen sind und dort nicht. Nur die Videos, sondern entsprechend natürlich auch ausformuliert die Handelsideen. Danke fürs Zuschauen. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan und dann läuft das bis morgen früh um 8.30 Uhr live und pünktlich exklusiv hier bei Tickmill. Tschüss.